herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ich war das letzte Mal hier mit der, wie wir sehen, verängstigten Sherry im Waisenhaus stehen geblieben. Und muss nach wie vor Chief Irons entkommen. Ja, hier kommen wir natürlich überall nicht raus. Waisenhaus. Ja, wir brauchen den Schlüssel, ne? So war das. Moment. Ah, meine Tastatur. So. Ach du Scheiße, was liegt denn da auf dem Tisch? Ach du Scheiße. Fuck. Ich hab grad so ein bisschen Schiss, dass er mich entdeckt. Schlüssel. Oh, oh. Oh, fuck. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Du musst lernen, zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Musst dir Manieren beibringen. Ah! Fuck. Ah! Und deines Mistes. Dafür wirst du bezahlen. Ah, du... Kleine Kröte! Okay, klar, gegen den habe ich keine Chance. Das wirst du noch bereuen, verdammt! Geh weg! Tja. Was soll ich machen? Ich komme einfach nicht raus. Ja, der treibt mich jetzt in die Enge. Dieser Pisser. Hilfe! Irgendjemand, bitte! Ich hab 'ne Idee. Du dummes Miststück, das ist eine Sackgasse! Muss mich verstecken, muss mich verstecken, muss mich verstecken. Das war's jetzt aber! Die Tür ist zu! Ich glaube, er sieht mich nicht. Fuck. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Komm ich hinten an den Schlüssel? Das Spiel oh, ist fuck. Auf, Harry. Nein! Gottverdammt. Sie sind in der Falle. Okay, das darf nicht passieren. Das war ein Fail. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Ja, wo? Muss mich verstecken. Scheiße, wie komme ich denn da durch? Nee. Fuck. Wie bin ich denn hier reingekommen? Ich komme nicht mehr raus, scheiße. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Wo bist du? Zeig dich. Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Verdammt. Also die Idee war, ihm die Schüsse vielleicht irgendwie von hinten abzunehmen. Assassin's Creed-Style. Oh Gott, oh Gott. Okay, er hat den Weg frei gemacht. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Verdammt nochmal! Ich glaube, der Weg ist jetzt frei. Gott verdammt. Oh, shit. Oh, fuck. Ich seh dich. Lass
Lass mich, lass mich. Nein, fuck. Nein. Er hat den Weg frei gemacht. Ich glaube, ich muss da durch. Wenn er den Weg frei macht, nochmal. Er hat ja da so ein bisschen die... Ich komme ja da nicht durch, weil da überall die Möbel im Weg stehen. So, ich glaube, ich muss hier... Ne, ich komme hier von alleine nicht durch. Aber er hat das so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Und ich glaube, dann muss ich da hinten durchsneaken. Shit. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Also wenn er mich sieht, habe ich keine Chance. Dann fängt er an zu rennen. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. So, mach den Weg frei. Okay, und wenn er sich mit dem Rücken dazu hinwendet, dann gehe ich da durch. Genau, jetzt komme ich da durch. Durch? Scheiße. Oh, verdammt, ich komme da nicht durch. Gott, verdammt. Ah, Scheiße! Das brennt! Okay, jetzt passiert was. Lässt er ein Stück... lässt ihn stecken, sehr gut. Das ist meine Chance. Komm schon, komm schon, komm schon. Draußen sind wir natürlich auch nicht safe. Schneller. Aber hier können wir nicht bleiben. Was? Gott verdammt. Gib mich auf. Netter Versuch, Sherry. Shit. Gibt's noch irgendeinen Weg? Eingangshalle, Büro des Direktors. Durchs Fenster irgendwie. Können wir sie jetzt. Ja, genau, zuschließen. Wunderbar. Ich komme rein. Oh fuck. Hierher, kleines Miststück. Gibt's nicht vielleicht irgendein Fenster, wo wir raus können? Earlier. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit! Bring mir den Anhänger, oder Sherry ist tot. Ah. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus?
Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre sie, Miss Tell, wenn sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Verdammt! Okay, wir haben die Garagenschlüsselkarte. Kommen wir jetzt also raus aus der Station. Sherry aus dem Waisenhaus befreien. Gut, tja. Ich komme damit erstmal unten raus. Bibliothek. Hier liegt auch noch irgendwas in der Bibliothek, sehe ich gerade. Kurz mal checken. Genau, hier ist noch die... Das ist die Parkgarage. Privatsammlung. Moment, wo waren das hier, wo dieser Licker aus dem... Wo der Licker rausgesprungen ist. Dieser Vernehmungsraum, wo waren das? Presseraum, hier unten war das. Da komme ich auch nicht rein, oder? Was brauchte ich denn da? Wobei, der ist natürlich dadurch die... Das ist nämlich so eine Sache, wo ich mich gefragt habe. Oh, da wird mir auch kein Schlüssel angezeigt. Na, da ist ja hier ist der Licker durch die Scheibe gesprungen. Da habe ich nochmal überlegt, können wir da jetzt vielleicht nicht irgendwie reinkommen? Da müsste ich jetzt nochmal hier die Treppe runtergehen. Das würde ich vielleicht gerne nochmal kurz checken, bevor ich mich auf den Weg mache. Da komme ich nicht durch. Ansonsten habe ich hier alles geklärt. Da ist auch alles geklärt. Okay. Ja, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Erstmal muss ich mich... Oh, fuck. Ziemlich mega erschrocken. Wegen dem verdammten Wolf da. Und muss mich natürlich jetzt fragen, was brauche ich? Ich würde mir gerne jetzt doch nochmal... Ich habe mir ja fleißig hier das Schießpulver gehortet. Ein bisschen MP-Munition machen. Wie kriege ich denn da raus, wenn ich das jetzt zweimal kombiniere? Boah, 81 Schuss. Das ist doch schon mal eine satte Ausbeute. Okay, die 6 Schuss lege ich natürlich ab. Dafür vergeude ich jetzt keinen Platz. So, und dann habe ich Schießpulver groß gefunden. Und wenn ich das einmal mit dem hochwertigen Schießpulver kombiniere, müsste ich ja auch Säuregranaten bekommen. Bloß halt ein paar mehr. Normale Portion bringt 2 Granaten. Wenn ich jetzt die große Portion mixe, bringt das 6 Stück. Sehr gut. Nehme ich mit. Ein Messer lege ich ab. Verstauen. Ein Messer nehme ich mit. Einmal Heilung würde ich gerne noch mitnehmen. Herausnehmen. Dafür lege ich das hier ab. Okay. Hab ich alles. Ja, ich könnte natürlich jetzt hier noch ein bisschen was rumkombinieren, aber das würde ich mir eigentlich jetzt gerne erstmal aufheben. Brandgranaten brauche ich nicht. Ich nehme erstmal die Säuregranaten mit. Hier ist ein rotes Kraut, grüne Kräuter. Okay. Gut. Und dann würde ich gerne doch nochmal jetzt im Untergeschoss kurz diesen einen Raum abchecken. Moment, die bitte ganz kurz hier tauschen. Okay, habe ich immer noch 4 Plätze frei. Ganz kurz. Ich weiß, wir müssen an dem Licker vorbei, aber ich habe jetzt auch noch ein paar Säuregranaten. Das interessiert mich jetzt einfach, ob ich da nochmal reinkomme in den Raum. Komme ich nicht rein. Wenn, dann durch die Scheibe. Fuck, ich höre den... Oh, shit. Fuck. Ja, und hier komme ich rüber. Der hat's hinter sich. Okay, was gibt's hier noch? Konfiszierungsbericht.
Datum 14. August 98. Konfizierung. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkung. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhirniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Das ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. Da ist ein Papierfetzen. Ach, da steht was. Das ist eine Kombination. Für irgendeinen Safe. Jetzt ist die Frage, für welchen Safe? Okay, jedenfalls haben wir erstmal eine Kombination gefunden. Okay. Da gibt es sogar noch ein bisschen Schießpulver. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Okay, der Raum ist auch blau angezeigt. Ist das Vieh tot? Ja. Okay. Raus. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, für welchen Safe das ist. Ich hoffe, ich denke, wir werden nochmal in die Polizeistation zurückkommen. Ich will jetzt nicht jeden Safe hier ablaufen, aber ich habe es im Hinterstübchen, dass da noch was offen ist. Okay, jetzt habe ich aber einmal Heilung verloren. Ich nehme jetzt hier noch einmal kurz Kraut mit. Ja, zack. Das können wir aber wieder verstauen. Okay, dann habe ich immer noch 4 Plätze offen. Das sollte erstmal reichen. Und ich würde sagen, ich speichere mal einmal kurz ab. Vorsichtshalber. Und dann machen wir uns aus dem Weg, um Sherry zu retten. Gut, Knarre ist draußen. Zack. Das Gute ist, der Tyrant kommt hier nicht hinterher, weil er müsste ja durch den Speicherraum durch. Das funktioniert aber nicht. Okay, ab nach unten. Müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Wir sind schon mal durch Areas durchgegangen, die eigentlich schon safe waren. Dann waren da doch wieder irgendwelche Feinde. Aber es sieht gut aus. War hier unten noch irgendwas? Nee, alles blau. Okay, dann raus hier. Fuck, 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 fuck. Oh nee, Leute. Ach, scheiße. Müssen wahrscheinlich kurz mal so ein bisschen auslaufen. Okay, durch da. Wir verlassen das erste Mal die Polizeistation. Ah, das ist ein Kraut. Ich will nichts stehen lassen. Oh, fuck. Das war der Preis. Ja, okay. Haben wir das Kraut natürlich gleich wieder eingebüßt. Oh, hier sind so viele Sachen. Hier, wo geht's lang? Hier gibt's nichts zu finden. Das ist schon mal gut. Muss ich nämlich die hier auch nichts absuchen. Wo geht's lang? Oh, Mist. Oh, Gunshop Kendo. Das ist nicht der richtige Weg. Wer das Original kennt? Fuck, lass mich. Bitte lass mich. Oh, da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Doch, da komme ich durch. Okay, scheiße. Wenn der mich am Arsch klebt, ist natürlich schlecht. Fuck, ich muss da auch nicht vorbei. Ich will versuchen, Munition zu sparen. Schaffe ich es auch so? Sieht gut aus. Okay. Der Tyrant scheint mich jetzt nicht mehr zu verfolgen. Oh, Leute, das ist aufregend. Gunshop Kendo. Aber da komme ich nicht rein, ne? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht aus wie eine Tür. Umbrella. Oh nee. Hundis. Scheiße.
Frage, wie viel können die... Oh, shit. Wie viel können die schlucken? Ich habe noch meine MP dabei. Und vor allem habe ich... mein Messer. Ich messer die Schlampe. Okay. Die habe ich. Okay, die fressen gar nicht so viel. Oder ich hatte Glück. 5 Schüsse oder 4 Schüsse habe ich jetzt reingehauen. Das Gute ist, ich kann durch den Zaun schießen. Ist er tot? Fuck. Ich stehe wieder auf die Schlampe. Okay, ich nehme mal jetzt ein bisschen MP. Ich habe jetzt schon so viel aufgebraucht. Fuck. Oh, nee. Könnte sein, dass ich ein paar Schüsse zu viel verbraucht habe. Aber mit den Hunden, Alter, will ich mich eigentlich nicht anlegen. Gibt es hier irgendwas zu finden? Hier gibt es auch nichts zu finden. Ich kann hier eigentlich durchrennen. Das ist bloß nur eine Transitzone. Muss hier nicht unnötig irgendwie Kohle verballern. Oder, nicht Kohle, Munition verballern. Einfach durch. Da liegt ein Kraut. Das Munition. Ja, damit. Noch mehr Grünes. Oh, shit. Also gefühlt ist die Pistole besser. Den hat's erwischt. Ja, die ist natürlich nicht ganz so durchschlagskräftig, die MP. Aber die macht Laune. Die macht echt Laune. Oh, fuck. Okay, ich versuch die mal zum Laufen. Ich habe eigentlich genug Heilung noch. Gibt's hier irgendwas zu finden? Hier gibt's aber noch irgendwas zu finden. Das ist ein Kraut, vielleicht ist es das schon. Blaues Kraut. Liegt hier noch was? Hier liegt noch irgendwas. Handgranate. Fuck. Leute, okay, das war's schon. Durchlaufen. Ich versuche einfach... Da ist es, glaube ich, schon, oder? Hier wirklich nichts mehr. Ich hab hier alles. Einfach rein da. Komm. Oh, shit. Fuck. Boah, der hat's in sich. Okay, rein da, komm. Okay, ich bin dran. Tür zu. Wunderbar. Alles gefunden auf dem Weg. Oh. Halte durch, Sherry. So, nochmal nachladen. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen Pistolenmunition machen sollen. Okay. Ich kann mich erinnern, dass oben noch... Hallo! Da stand auf jeden Fall noch... Ich habe den Anhänger! Ein so ein Mr. Raccoon, den kassiere ich mal schnell. Sherry, wo bist du? Da. Bei so eine... Eine Kugel davon ist weniger wert. Als eine Pistolenmunition. Trotzdem gleich nachladen. Okay, wir wissen, dass das Monster aus unserem ersten Bossfight hier auch irgendwo rumlungert.
Schaffe ich es bis zur Schreibmaschine? Fuck. Sieht gut aus. Oh shit. Deine Schuld. Zu trödelig. Oh Gott! Oh, verdammt, William! Oh. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Oh Mann, das stinkt noch, das riecht doch schon nach Bossfight. Scheiße, da ist irgendwas aus dem Reihe rausgeplatzt und wir haben gesehen, der William Birkin. Ich denke, so viel kann man jetzt schon verraten, dass es William Birkin ist. Das Monster. Hat ihm irgendwas eingepflanzt, was gerade aus ihm rausgeplatzt ist. Puh, ich bin echt froh, dass ich hier erstmal heil angekommen bin. Und hier mache ich das nächste Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.